Paukenschlag bei der Commerzbank. Vorstandschef Martin Zielke und Aufsichtsratschef Stefan Schmidtmann haben ihren Rücktritt angeboten. Das teilte das Geldhaus in Frankfurt am Main mit. Der Aufsichtsrat wird in seiner Sitzung am 8. Juli darüber entscheiden. Das Datum von Zielkes Abgang steht noch nicht fest. Aufsichtsratschef Schmidtmann hat angekündigt, sein Mandat am 3. August niederzulegen. Zuletzt war die Kritik am Kurs der Bank lauter geworden. Der US-Finanzinvestor Cerberus hatte dem Commerzmanagement in zwei Briefen Versagen und eine verfehlte Strategie vorgeworfen. Cerberus ist mit einem Aktienanteil von gut 5% der zweitgrößte Anteilseigner des Instituts, nach dem Bund.